Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal sind wir hier zu Gomez vorgelassen worden und wie man in unserer Rüstung sehen kann, gehören wir jetzt zum alten Lager dazu. Ja, und wirklich viel haben wir jetzt nicht mehr zu tun, bis wir das zweite Kapitel des Spiels erreichen. Aber bevor wir uns dahin auf den Weg machen, gucken wir erstmal aus dem Fenster. Ach, schaut mal, das ist das Dach von der Markthalle. Ah, interessant. Ist zwar kein besonders hübscher Ausblick hier, aber hey, immerhin. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns mal mit den Leuten in der Burg und erforschen die so ein bisschen. Ja, dürfen wir jetzt eigentlich mit Seraphia reden? Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Offensichtlich nicht. Hat Gomez noch was zu sagen? Ich wollte mal einen Zwischenbericht abgeben. Dann geh zu Raven. Und sprich mich nie wieder an, ohne dass du dazu aufgefordert worden bist. Ja, ich sehe schon. Gomez ist so gut gelaunt wie immer. Ja, mit Raven, gut, Hallo. Zwischenbericht. Haben wir ja schon das letzte Mal angesprochen. Und wie der Erzhandel steht, haben wir auch schon gefragt. Reden wir lieber mal mit den anderen Leuten. Wir haben hier noch mehr Erzbarone. Unter anderem Scar und Arto. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Scar an. Hallo. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Tja, hast du zufällig deinen Bruder vor eine Herde trampelnder Gnus geschubst? Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Ah ja, ist klar. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Interessant. Arthur, wer bist alles du klar denn? Bei dir? Ja, ich würde sagen, soweit. Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Ja, ein Mann der kurzen Worte. Ist ja auch nicht verkehrt. Dann schauen wir uns mal hier weiter um. Was haben wir denn hier für ein Bild? Das ist vermutlich Gomez, der gerade gegen Harpien kämpft. Interessantes Bild. Haben wir noch mehr solcher Kunstwerke eigentlich? Ist jetzt eigentlich irgendwelche... Schaut euch das mal an. Die haben jetzt andere Begrüßungsformeln. Ich will Gardist werden. Da hast du aber noch einiges vor dir, Junge. Manche lernen eben nichts dazu. Und ich sehe gerade hier diesen Torbogen, der unglaublich pixelig ist. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich finde, das stört mich nicht. So, wen haben wir denn hier? Bartholo und Syra, noch eine Frau. Die ist sogar noch knapper bekleidet als die andere. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Und die darf auch nicht mit uns reden. Na gut, beziehungsweise wir dürfen nicht mit ihr reden. Und irgendwie vermisse ich hier Leute. Sag mal, haben wir Nacht? Nee. Eigentlich müssten hier noch zwei Köche sein, weil hier ist die Küche und wo sind die denn hin? Interessant. Hallo, Freund. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert.
Ja, lass mich mal durch. Wo sind denn die beiden? Kannst du mir das sagen? Ha. Dürfen wir eigentlich nach oben? Hier sind keine Wachen, also probieren wir das doch mal aus. Das wundert mich aber auch. Eigentlich müssten hier auch Wachen stehen. Wo sind die denn? Oder ist da nur oben eine? Mysteriös. Hast du etwas zu sagen? Hallo? Für Gomez. Nö, das sind nur so Standard-Gardisten-Sprüche. Weil eigentlich sind hier oben noch so ein paar Privatgemächer von Gomez und da sollten wir eigentlich nicht so hin dürfen. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Jagd und Beute. Ich würde sagen, wenn hier gerade keiner zuschaut, dann bedienen wir uns doch einfach mal so ein bisschen, oder? Nehmen wir den Kerzenständer mit und das Buch. Ich meine, wir gehören jetzt zwar zum alten Lager dazu, aber irgendwo müssen wir auch an uns selbst denken. Und wir haben nicht umsonst eine kleine Ausbildung als Dieb gehabt. So, was haben wir denn da? Rechts, links, links. Ah, okay. Rechts, links, links. Links, rechts, nein. Links, 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 links. Na, rechts. Links, 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 rechts. Hä? Rechts. Links, 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 rechts. Rechts? Okay, das hat geklappt. Was haben wir denn hier? Extrakt heilender Kraft. Extrakt des Lebens. Bonus für maximale Lebensenergie 10. Trank der Geschwindigkeit ermöglicht kurzzeitiges Sprinten. Dauer Minuten 1. Das ist schön, das nehmen wir mit. Harnisch-Amulett. Schutz vor Waffen 15. Oh, was ist das denn? Und Besteck. Ja gut, das nehmen wir mit. Eigentlich dürfen wir gar nicht rein, glaube ich. Und eigentlich dürfen wir uns hier nicht bedienen, aber was finden wir hier für schönes Zeug? Harnisch-Amulett. Ja, wie geil ist das denn? Ich wusste nicht, dass man das hier finden kann. Das habe ich noch nie gehabt, um ehrlich zu sein. Also jetzt bin ich auch nicht traurig darum, dass wir das Amulett von Neck abgegeben haben, denn dafür haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Und jetzt haben wir ein Amulett, das mal eben das Dreifache an Schutz vor Waffen bietet. Das ist schon ordentlich. Was ist das hier eigentlich? Ein kleiner Kamin, hä? So, rechts, links, 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 rechts, rechts. Aha, gleiche Kombination. Extrakt heilender Kraft. Schon wieder Bonus für maximale Lebensenergie. Trank der Geschwindigkeit. Noch so ein Harnisch-Amulett. Nochmal Besteck. Aha. Interessant. Ist jetzt hier in der letzten Kiste nochmal das gleiche drin? Also die Kombination ist die gleiche. Und der Inhalt ebenfalls. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so sein soll. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir nehmen das einfach mal mit. Und machen die Tür jetzt einfach mal zu. Und ich würde sagen, wir speichern das Ganze auch, solange uns hier niemand merkt und keiner irgendwie sich beschwert. Dann machen wir mal hier altes Lagerraubzug. So ist das schön. Und ich würde sagen, die beiden Tränke trinken wir direkt mal. Die drei Tränke meine ich hier. Extrakt des Lebens. Ich schaut euch das mal an. Wir haben jetzt, wo haben wir es denn? Lebenspunkte. Lebensenergie 124. Dann trinken wir einen hiervon. Maximale Lebensenergie plus 10. Und noch einen davon. Und noch einen davon. Ja, und jetzt haben wir, ihr seht schon unten an unserer Lebensleiste. Und jetzt haben wir 154 Lebenspunkte. Ha, ist das cool. Ist das cool. Ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Ja, was guckt ihr denn so? Habt ihr ein Problem, wenn ich hier reingehe? Na, offensichtlich nicht. Cool, 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 cool. Was haben wir denn hier? Kampfkunst. Noch ein Kerzenständer. Oh, das haben sie gesehen, oder? Ich habe da gerade ein Schwert gehört. Okay, anscheinend nicht. Hihihi. Okay, links, links, links. Links, 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 links. Nein. 1, 2, 3, 4 mal nach links. Rechts. Na. 1, 2, 3, 4 mal links. Einmal rechts, einmal links. Okay, links war wieder falsch. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1 nach rechts. 1 nach links. Ah, wunderbar. Was haben wir denn hier? Extrakt heilender Kraft. Wein, Bier, Amulett der Steinhaut. Schutz vor Waffen 15, Schutz vor Pfeilen 15. Boah, was finden wir denn hier für krasses Zeug? Ich meine, klar, das ist die Burg, aber Halleluja.
Eieiei, das ist, wow. Ich will mich nicht, nein, nicht da dran gehen. Ich würde gerne einmal das Amulett ausrüsten. Und guckt euch mal an, was das auch wert ist. Jedes dieser Amulette mal eben so 600 Erz. Wow. Wow, ich wusste wirklich nicht, dass man hier so krasse Sachen findet. Okay, rechts, links. Rechts, links, links. Ah, wie viele Dietriche haben ich eigentlich noch? Dum, 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 9, okay. Rechts, links, 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 rechts, links. Oho, oho, wo kommen wir jetzt hin? Moment, Moment, das möchte ich auch nochmal speichern, bevor hier irgendwas passiert. Na, ihr seid ja, die da drüben gucken schon so komisch. Wir nehmen hier alles mit. Lalalala. Jetzt ist bloß die Frage, wohin kommen wir? Ja. Links. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Nein. Links, rechts, links, links, rechts. Oh. Links, rechts, links, 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 rechts. Aha. Aha. Oh, da geht es aber tief runter. Ist das hier... Da unten brennt, glaube ich, ein Feuer, oder? Ist das eine Art Kamin? Hm. Auf jeden Fall sind wir in einem der Türme, wie es scheint. Wir haben nur noch 6 Dietriche und 3 Kisten. Mal schauen, ob das funktioniert. Rechts, links, links. Ah, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts. Jawohl. Oh. Alter Verwalter, 31 mal Wein, 56 mal Bier, 47 gebratene, alter Schwede, das sind dann, und jede Menge Schinken, ja, ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal mit, ne, wird schon nicht auffallen, wenn das fehlt. Dann sind wir gerade in der Vorratskammer, hä? Links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts. Oh, ist das krank. Ist das krank? Ja, wir sind hier wahrscheinlich in der Kammer, wo die Güter der Außenwelt gelagert werden. Das Erz nehmen wir selbstverständlich mit. Ja, na komm, nimm mit. Das Gold, die Münzen, gut, sie bringen uns theoretisch nichts, aber wir nehmen sie trotzdem mit, einfach weil wir sie haben können. Sie sind halt komplett wertlos. Wir können sie nicht mal gegen Erz tauschen oder so. Sie bringen eben nichts. Aber die Pokale können wir mitnehmen, das Besteck. Ei, sag ich da nur. Verdammte Axt. Das ist irgendwie links. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, links. Nein. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts. Verwitterte Axt. Gut, die ist jetzt nichts wert. Das rostige Schwert ebenfalls nicht, aber wir können es ja mal mitnehmen. Es sind immer ein paar Erzbrocken wert. Alter Verwalter. Das ist... Okay, nur noch ein Dietrich. Das ist ein bisschen doof, aber... Wow, ich habe diese Burg hier nie näher angeguckt, um ehrlich zu sein. Glaube ich zumindest, weil ich wusste nicht, dass hier solche Schätze zu finden sind. Das ist ja mal richtig krass. Gucken wir mal, was wir hier oben finden können. Und wir sind jetzt auch schon unglaublich stark für das erste Kapitel. Ich meine, klar, die Rüstung kriegt man halt am Ende des ersten Kapitels, ist jetzt nichts Besonderes. Aber wir haben Baloros Waffe, den Steinbrecher. Wir haben das Amulett der Steinhaut. Wir haben jetzt unglaublich viel Erz und noch jede Menge mehr Güter. Und hier sind noch mehr Kisten, die herumstehen, die ich jetzt gar nicht aufmachen möchte, da ich nicht genug Dietriche habe. Den letzten möchte ich mir dann doch schon ein bisschen aufsparen. Und hier geht's noch weiter hoch. Ich glaube, wir müssen später nochmal in die Burg zurückkommen. Am besten, wenn wir mal wieder in der alten Mine waren und da Dietriche gekauft haben, weil sonst weiß ich gerade nicht auswendig, wo wir andere Dietriche herbekommen. Geht's da nach draußen? Und hier sind auch nochmal 2 Kisten. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Aber am meisten habe ich mich tatsächlich über die Tränke gefreut. Wobei, am meisten habe ich mich über das Amulett gefreut. Das uns Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Pfeilen 15 gibt. Ich meine, wenn wir uns mal unsere Werte angucken, wir haben jetzt Schutz vor Waffen 45, ja? Schutz vor Geschossen 20 und Schutz vor Feuer 15. Das ist schon nicht übel. Oh, und hier haben wir so einen kleinen Ausblick. Das ist schön.
Das ist sehr schön. Wir sind jetzt auf dem höchsten Punkt des alten Lagers angekommen. Können hier hinabblicken. Ja. Auf den Burginnenhof. Den Außenring drumherum. Da hinten. Da kamen wir raus. Ja, da. Da sind wir das erste Mal in die Kolonie gekommen. Irgendwo da hinten, hinter diesen Bergen. Und sind dann hier runtergelaufen. Tja. Und da unten. Ja, das da. Das ist das Ork-Gebiet. Oh, jetzt habe ich es schon verraten. Ja doch, nee, das wussten wir schon, dass das das Ork-Gebiet ist. Das ist das Gebiet, das auf der Karte nicht eingetragen ist. Ja, das werden wir uns auch lange, lange Zeit nicht hinwagen. Da hinten ist ein großer Turm. Aber was es damit auf sich hat mit den ganzen Sachen da drin, schauen wir uns später mal an. Irgendwo da hinten ist das neue Lager. Und die alte Mine. Und in die andere Richtung. Ja, hier haben wir noch einen großen Berg. Da ein bisschen Wald und irgendwo da hinten hinter diesem Wald, da liegt das Sumpflager, um uns mal so ein bisschen zu orientieren. Tja, schöne Sache. Aber ich würde sagen, ja, die Kisten, die heben wir uns jetzt hier auf, weil ich habe nur einen Dietrich übrig. Ein Dietrich, so, das ist furchtbar. Die Sachen, die mit G enden, spreche ich mit Ich aus. Und die mit Ich enden, so wie Dietrich, da sage ich dann auf einmal Dietrich. Ist klar. ja, aber da wir eben nur noch einen haben, möchte ich das jetzt erstmal hier so zurücklassen. Wir haben ja auch schon ordentlich was hier abgestaubt. Ah, das wird Gomez gar nicht freuen, wenn er das mitbekommt. Und ja, gucken wir uns erstmal den Rest der Burg noch an. Vor allem können wir jetzt den Brief an die Magier bringen. Ich würde sagen, das sollte unsere nächste Anlaufstelle sein. Wobei, wir haben jetzt Nacht. Das heißt, sind die Magier nicht zu erreichen. Okay, die Tür können wir gar nicht erst öffnen. Die ist nur zur Deko da. Dann gehen wir mal wieder zurück. Dumpti-dumpti-dum. Wir haben hier gar nichts gemacht. Dass ihr mich hier rauskommen seht, ist auch nur Zufall. Lalalala. So, jetzt frage ich mich, darf ich in die anderen Räume rein? Altes Lager, Hauptzug. So. Gucken wir uns das doch mal genauer an. Also hier darf ich rein. Hallo. Velaya. Ja, Velaya ist... Das ist das gleiche Bild wie unten. Velaya ist die Dame, die wir im Intro gesehen haben. Soweit ich weiß. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Na, ich bin mir wirklich nicht sicher, egal. Aber das hier scheint tatsächlich ein Privatgemach von Gomez zu sein, denn hier steht ein Thron rum. Magst du mal die Tür wieder zumachen? Die sollen hier nicht reingucken können. Dann machen wir mal die Truhe auf, denn... Ach, die ist doch abgeschlossen. Da ist gar kein Schloss dran. Dann kommen wir hier später auch nochmal wieder. Merken wir uns einfach mal. Hier entlang... Ich würde sagen, dann machen wir die Türen mal wieder zu, damit ich mir das merken kann. Die Türen, die geschlossen sind, dahinter haben wir noch Kisten, die wir finden können. Die anderen lasse ich offen stehen. So, dann haben wir jetzt noch eine letzte Tür hier oben. Ja, Kerzenständer. Stecken wir einfach mal ein. Normalerweise in so Spielen wie... Nein, nicht hinsetzen. In so Spielen wie... Magst du ihn damit anvisieren? So, jetzt, wie zum Beispiel The Elder Scrolls 5 Skyrim. Da hat man ja ein beschränktes Inventar, da nehme ich auch nicht alles mit. Vor allem, weil ich es dann schade finde, wenn man in irgendwelchen Häusern ist, die eigentlich, das magische Herz, die eigentlich total schön dekoriert sind mit ganz vielen Sachen und man da die ganze Deko mitgehen lässt und dann ist es gar nicht mehr so hübsch. Aber ich finde, hier mal so ein paar Kerzenständer mitnehmen, das geht in Ordnung. Na gut, ist das Dach kaputt? Dann würde ich mal sagen, die Köche sind nicht hier. Aber hier würde ich jetzt auch nicht riskieren, irgendwas mitgehen zu lassen. Schauen wir uns doch einfach mal an, was wir hier sonst noch so finden können. Da unten ist der Kerker. Tja, wer da wohl alles schon gestorben ist. Ja, und hier haben wir das, weswegen wir überhaupt erst hier in diese Burg hinein wollten. Die Magier. Und es steht nur einer draußen, Milton. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Tja, das sollten wir ernst nehmen, denn wenn wir das nicht machen, dann werden wir einfach von den Magiern gegrillt, denn es sind Feuermagier, wie wir ja wissen. Und mit denen ist nicht zu spaßen.
Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja. Ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Eigentlich hätte ich den Brief ja vorher auch nochmal lesen können. Das habe ich jetzt ganz vergessen, aber wir können ja gleich einfach mal laden und den dann nochmal angucken. Aber das ist interessant, ein Brief an Xardas, der jetzt nicht mehr hier ist. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Na, zumindest... Wir sehen uns. Zumindest Teil des alten Lagers sind wir ja schon und vielleicht schaffen wir es ja auch etwas Herausragendes für die Erzbarone zu leisten. Ich meine, unseren ersten Auftrag haben wir ja bereits und zwar das Sektenlager ein bisschen auszuspionieren und vielleicht mit etwas Glück kommt dabei ja was Großes heraus, dass wir dann, dass uns einen kleinen Boost gibt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier den Rest des Lagers angucken, gehen wir mal erstmal noch raus, denn ich möchte mal mit Diego reden. Und ihr werdet gleich sehen, weswegen. Habt ihr jetzt eigentlich was zu sagen? Für Gomez! Na, alles klar? Lunger hier nicht rum, geh rein! Ich will aber nicht rein, ich will raus! Meh. Okay, Diego ist schon am Schlafen. Dürfen wir jetzt eigentlich in die Hütte rein? Ah ja, das kümmert ihn nicht. Für Gomez. Genau, für Gomez. Ja, Gomez hat jetzt nämlich noch was Schönes für uns, denn wir können bei ihm eine weitere Rüstung kaufen. Wir haben ja... Mach's gut. ...die Schattenkluft. Na, so jetzt hier. Da haben wir es doch, die Schattenkluft. Das ist aber nur die schwächste aller Schattenrüstungen, die zur Verfügung stehen, den Schatten. Und die bekommen wir halt automatisch. Das ist in allen Lagern so. Da gibt es verschiedene Varianten von den Rüstungen. Und die Schattenkluft ist halt die schwächste. Man bekommt in den anderen Lagern natürlich auch dann erstmal die schlechteste. Aber wir können halt jetzt schon die bessere kaufen. Oder eine bessere auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es noch eine weitere, die man später kriegen kann. Und zwar die schwere Schattenrüstung. Schuss vor Waffen 40, Pfeile 5, Feuer 20 für 1200 Erz. Ja, und jetzt ist es eine gute Sache, dass wir so viel Erz besitzen, denn da können wir uns die schwere Schattenrüstung einfach mal kaufen. Kann ich eine Rüstung haben, wie du sie trägst? Hast du das nötige Erz in der Tasche? Ja. Mach's gut. Vielen Dank. So, dann schauen wir doch mal. Unsere alte Rüstung 30, die neue 40 und Schutz vor Feuer 15 auf 20. Das lässt sich doch schon mal sehen. Tja, und jetzt rüsten wir sie mal aus. Ausrüsten. Und man sieht schon den Unterschied. Unsere alte Rüstung sieht halt so aus, ne? Und die neue ist eben so wie die, die Diego trägt. Ah, ist das nicht schön? Oh, hier heißt die übrigens nur Schattenrüstung, nicht schwere Schattenrüstung.
Tja, aber das ist dann vermutlich so wie die leichte Butlerhose und die normale Butlerhose und genau hier Schattenkluft und Schattenrüstung. Oh, das ist so schön. So cool. Tja, ich würde sagen, jetzt sind wir mal ordentlich ausgerüstet und jetzt kann uns nicht mehr so viel im Weg stehen. Also, es gibt noch einiges, das uns im Weg stehen kann, so viel sei gesagt. Aber wir sind erstmal gut gewappnet und gut gerüstet für das, was auf uns zukommt. Und wir sollten vielleicht mal ein paar Bücher lesen, oder? Wir haben noch welche gefunden. Ich finde, das stellt jetzt einen schönen Ausklang für die Folge dar. Was haben wir denn hier? Wir haben gefunden das magische Erz. Wir haben gefunden Jagd und Beute und Kampfkunst. Dann fangen wir einfach mal mit das magische Erz an. Was steht denn da Schönes drin? Vom Erz. Das beste Erz zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Corinis. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt zu vergleichen. Kein Schild, dem sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Corinis-Stahl und in ganz Myrtana werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoße der Erde entfliehen. Tja, sehr poetisch das Ganze auf jeden Fall. Und ja, dass das Erz etwas Besonderes ist, wussten wir auch schon. Und wir haben ja auch schon in der alten Mine erfahren, dass die magische Wirkung des Erzes nur in einer ganz bestimmten Schmiede erhalten bleibt. Und ich glaube, es war die Schmiede von Nordmar, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da kommt man in Gothic 3 irgendwann mal hin. Habe ich ja nie selber gespielt. Ich habe ja Gothic 2 auch nur angefangen, nicht weitergespielt. Das möchte ich irgendwann mal nachholen. Aber auf jeden Fall sehr schön. So, dann haben wir noch Jagd und Beute. Sein Schriftzeugnis hat die Zeiten überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jedem Landsmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Lauf der Jahrtausende kaum verändert und wird sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentliche hohe Kunst der Bogenjagd. Tja. Schade nur, dass wir keinen Bogen haben. Dann bleibt als letztes noch übrig ein Buch über die Kampfkunst. 2000 Jahre lang bildeten diese Lehren des Meisters die Pfeiler bei der Entwicklung der Kampfkunst. Geschult werden dabei die Beweglichkeit des Körpers, Ruhe und Schnelligkeit, Beobachtung und Reaktion. Die Bewegungen müssen gut koordiniert und die Körperhaltung korrekt sein, um die beste Entfaltung deiner Kraft zu erreichen. Der Kern der geistigen und körperlichen Lehren des Meisters hat viele Jahre überlebt. Sein einzigartiger Erfolg hat Generationen beeinflusst. Jahrtausende, in denen zwar die Welt ihr Äußeres schon oft verändert hat, in der aber eines für immer Bestand haben wird. Die Harmonie der inneren Kräfte mit der gezielten äußeren Bewegung des Körpers. Aha, okay. Aber wer ist denn dieser Meister? Werden wir wahrscheinlich niemals herausfinden. Es klingt eher so wie, also so ein bisschen wie ein Lehrbuch über asiatische Kampfkünste. Naja, ich würde mal sagen, wir haben in dieser Folge einiges erreicht. Also, naja, wir sind unserem Ziel nicht näher gekommen, wobei doch, wir haben den Brief abgegeben. Aber wir sind unglaublich reich geworden, also noch reicher als überhaupt. Wir haben eine bessere Rüstung, wir haben ein gutes Amulett gefunden und unsere Lebensenergie erhöht und wow. Es ist schon ordentlich. Und sogar Trank der Geschwindigkeit. Das ist gut. Der wird uns sicher noch gute Dienste leisten. Ich meine, damit können wir sprinten. Für eine Minute zwar nur, aber das ist schon mal ganz gut. Für die Fortbewegung wird das echt gut sein. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze doch mal ab. Und zwar,
Ja, machen wir mal wieder hier Burgeingang. Und dann werde ich einmal das Spiel laden, denn wir wollen ja noch wissen, was in dem Brief drin steht, den wir abgegeben haben. Es ist ganz gut, dass wir ihn vorher nicht gelesen haben, denn da war ein Siegel am Brief und das sollten wir wahrscheinlich nicht zerbrechen, denn es könnte für uns negative Auswirkungen haben. Ich möchte das aber auch mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das gebrochene Siegel abgeben. Vielleicht ändert sich dann was an der Belohnung, die wir wählen können. Ich weiß es nicht. Egal, lesen wir erstmal den Brief. Wo haben wir ihn denn? Hier, Brief an Feuermagier. Das Siegel darf nicht geöffnet werden. Hochgeschätzter Meister, eure letzte Nachricht erhielten wir mit großer Sorge. Wir haben uns beraten und lassen euch durch diesen Brief unsere Entscheidung wissen. Die Bruderschaft bedeutet eine Gefahr. Eine Gefahr für die weiteren Abläufe unseres Handelsabkommens und damit für den König, das gesamte Königreich und auch für euer Leben. Deshalb solltet ihr zunächst Kundschafter aussenden und herausfinden, auf welchen Göttern und auf welchem Wissen ihre magische Macht beruht. Wenn ihr das herausgefunden habt, werden wir die Priester mit euren Kenntnissen vertraut machen, auf dass wir gemeinsam diesem Spuk ein Ende bereiten werden. Schon in diesem Augenblick studieren die Gelehrten die alten Bücher. Über alle neuen Erkenntnisse berichten wir euch umgehend auf gewohntem Weg. Möge Innos uns schützen. Faszinierend. Also scheint die Außenwelt ein bisschen was über die Sekte zu wissen, allerdings nicht viel. Und die Magier von außerhalb der Barriere warnen vor der Sekte. Das ist interessant. Ja, wir geben jetzt mal eben den Brief noch ab, weil ich wissen möchte, ob da irgendwie noch eine andere Reaktion bei rumkommt. Aber schauen wir mal viel. Also wir haben jetzt auch den Auftrag bekommen von Gomez, uns mit der Sekte zu befassen. Ich bin mal gespannt, was wir da so lernen können. Hallo. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Er lebt in einem Turm. Er sagte, warte hier. Okay, überhaupt keine Reaktion darauf, dass das Siegel gebrochen wurde. Ist ja egal. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergehen wird. War ganz außer sich. Ja, bla bla bla. Und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter, was wir hier in der Burg noch so Schönes entdecken können, bevor wir uns dann auf den Weg zum Sektlager machen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.